Man hat irgendwie Bilder von der Sonnenallee im Positiven im Kopf, dass da sich Vielfalt abspielt und sichtbar wird. Dann andere denken bei Neukölln immer sofort an Kriminalität und gescheiterte Integration. Diese Bilder existieren ja auch. Aber das Bild, was vorher nie so richtig existiert hat, war, dass auch Neukölln eine sehr lebhafte rechtsextreme Nazi-Szene hat, die auch aktiv ist. Und das wurde auch ziemlich lange nicht wirklich gesehen, obwohl die Taten und die Fakten ganz offensiv dagegen gesprochen haben. Hallo. 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 Geht so gut? Ja, jetzt geht's auch gut. Alles gut, ja. Soweit? Soweit? Also, es war Abend hier, war alles gut, alles in Ordnung. Wir haben ganz normal die Ladung zugemacht. Wir haben nach Hause gegangen. Ich habe wieder morgen hier gekommen. Ich wollte die Ladung aufmachen. Ich habe unsere Nachbarn, die sind draußen. Die haben mich erzählt, das war gestern Abend um 4 Uhr oder 3 Uhr abends. So. Ich habe so geguckt, also ich dachte, was passiert hier? Die haben gesagt, das war wie eine Bombe. Hat so in einmal gemacht. Dann die haben alle runtergekommen. Wir haben die Polizei und die Feuerwehr angerufen. Und ja, in die gleiche Tage war die Kreuz mit Rot. Die haben das geschrieben. Aber vorher war auch schon mal. Die haben schon auch zum Beispiel hier geschrieben, da auch. Aber wir machen das immer weg. Wir haben ein Spray. Ich mache das selber weg. Jedes 6-7 Monate. Manchmal, die machen das. Wir haben schon 5-mal oder 4-mal das gemacht. Ja, wir machen das weg und alles okay. Ich verstehe nicht, was das heißt, aber die Deutschen, wenn das sehen, also die sagen uns, oh, das ist schlimm, muss man das wegmachen, das ist nicht gut. Also wir verstehen nicht, was das bedeutet. Solidarität hat gezeigt eigentlich, die stehen an unserer Seite letztens. Ja. Wenn wir sie unterstützen können, dann melden sie sich gerne. Also unser Rathaus ist gleich um die Ecke, ich bin hergelaufen, also sagen sie auch gerne dem Chef und dann sagen sie auch den Kollegen an, wenn sich jemand unwohl fühlt oder ob die Unterstützung braucht. Ich weiß nicht, ob wir helfen können, aber wir können zumindest mindestens vermitteln und unterstützen, wo es geht. Dass sie an unserer Seite stehen, ist halt, reicht uns erstmal. Ne? Und wenn wir was brauchen, wir werden uns melden. Also wir haben unser Leben jetzt halt hier vom Null angefangen sozusagen. Wir wollen noch unsere Zukunft aufbauen. Wir sind integriert erstmal. Arbeiten, leben miteinander. Das ist unser zweites Heimat eigentlich. Ne? Die Täter, die hier mutmaßlich die Fahrzeuge in Brand gesetzt haben und Menschenleben gefährdet haben, dass die natürlich von der Justiz verurteilt werden und dass man da natürlich auch durch im Blick hat, ob dahinter auch andere Netzwerke stehen. Denn ich glaube, der NSU hat bewiesen, dass es rechtsextreme Netzwerke gibt. Also die konsequente Verfolgung von rechtsextremen Taten halte ich auch für ganz elementar, um auch ganz klare Stoppzeichen der demokratischen Gesellschaft gegenüber den Nazis zu verdeutlichen. Nach dem Anschlag in Hanau war ich hier in der Shisha-Bar um die Ecke und habe mich mit jungen Leuten unterhalten. Sie treffen sich jeden Abend dort und das ist ein normaler sozialer Ort, wo man zusammenkommt. Und genauso gut hätte es also hier auch passieren können. Die jungen Männer hätten und Frauen hätten genauso gut Neuköllnerinnen und Neuköllner sein können. Und darum ist es aus meiner Sicht wichtig, der Opfer auch mitzugedenken, um, wenn wir sie vergessen, und dann ist es irgendwann normal, das ist Normalität, dann guckt man weg, dann haben die Nazis gewonnen. Und das darf nicht passieren. Und ich finde, genau darum müssen wir auch hier in Neukölln darauf aufmerksam machen, dass es hier eine rechtsextreme Szene gibt und dass wir hier genau auch die Vielfalt leben, die dort angegriffen worden ist. Und dass wir, egal ob in Neukölln oder in Hanau oder in Hamburg oder wo auch immer, dass man immer aufpassen soll, dass man immer wachsam sein soll gegen solche Übergriffe und dass man da immer zusammenhalten muss. Und dass man da vielleicht die ein oder andere politische Differenz auch an der Stelle vielleicht nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern es gemeinsame, nämlich der gemeinsame Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus.